Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 22. November 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock und hat eine zunehmende Mondphase. Mond erreicht Lilith. Und diese Lilith ist ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn und es ist die weiteste Entfernung aus dem Erde aus gesehen. Das heißt, die Mond ist weit weg von der Erde, dreht sich um und nähert sich wieder zur Erde. Mond kreist auch um die Erde. Und diese Lilith-Energie vermittelt Wünsche, Sehnsüchte, Träume, aber auch die Neigung davonlaufen, weil wir das nicht zutrauen. Weil für uns erscheint es zu weit zu sein. Mond bewegt sich schnell, erreicht auch die Pluto-Energie und das ist die Tiefe. Das heißt, die Tierkreiszeichen Steinbock vermittelt uns erstmal die Weite, aber auch die Tiefe. Und es ist wichtig, dass man Ziele setzt und daran glaubt. Und mit diesem Steinbock-Energie sind die Ziele auch erreichbar. Und das, was uns die Tierkreiszeichen Steinbock auch vermittelt, Ziele setzen, nicht aufgeben, sondern es ist alles erreichbar. Auch wenn das momentan als Träumerei erscheint, doch da ist die Kraft. Mond hat einen Einfluss von zwei Sternen, einmal Polis und einmal Phasies. Polis ist die Spitze der Pfeil, was im Tierkreiszeichen Schütze befindet und zeigt Richtung Zentrum unserer Galaxie Milchstraße. Also wir brauchen diese konzentrierte Kraft und auch diese Ziele. Also in die Richtung zeigt das. Die anderen Sterne, diese Phasies, bedeutet, das im Gestalt bringen, in Form zu bringen. Und es ist nicht nur diese Sternen, was hier einen Einfluss haben auf die Geschehen, sondern Saturn vermittelt auch diese Botschaft. Unsere Wünsche, Träume, Sehnsüchte auch ernst nehmen. Immerhin, Saturn bestrahlt noch die Lilith-Energie, auch wenn Lilith im Tierkreiszeichen Steinbock ist und Saturn im Tierkreiszeichen Schütze, aber sind beide im Grenzbereich. Und Saturn vermittelt uns, das auch ernst zu nehmen, in Form zu bringen. Die Scheinbewegung, die Sonne, hat die Tierkreiszeichen Skorpion verlassen und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Schütze. Vermittelt auch für die Schützengeborenen Klarheit und Orientierung. Und unser Planet Erde bewegt sich jetzt in Tierkreiszeichen Zwillinge. Ich gehe ganz kurz in die chinesische Astrologie. Sie haben Himmelsrichtungen und die nennen das als Paläste. Himmelsrichtungen haben wir natürlich auch. Aber die nennen das astrologisch oder astronomisch als Paläste. Mond befindet sich im Palast des Nordens, was die Chinesen als schwarze Schildkröte nennen. Und jeder Palast hat eine Mitte. Und Mond, die Mondenergie, so beschreiben die chinesischen Astrologen, zieht sich in die Mitte zurück, wo die Polarstern und Saturn herrscht. Und das bedeutet eine gewisse Ruhe oder Rückzug, eine Vorbereitung. Und die Polarstern ist natürlich als Orientierung da und Saturn belehrt uns oder gibt die Botschaft, das ernst zu nehmen, etwas in Form zu bringen. Also so ähnlich klingt das, wie das in unserer westlichen Astrologie, wie ich das Anfang beschrieben habe. Bei den chinesischen Astrologen bewegt sich die Sonne gerade im Palast
des Ostens, was die Chinesen als blaue Drache nennen. Und hier in diesem Bereich herrscht Jupiter. Und das sind Möglichkeiten und Chancen, dass sie die Sonne- und Mondbewegung, wie sie das sehen, aber hat eine Ähnlichkeit auf unserer westlichen Astrologie. Nur einen anderen Blickwinkel. Und wie beeinflusst das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen wirkt dieser Lilith-Einfluss. Und das ist ein Prozess. Das bedeutet für, speziell für die Steinbock-Geborenen, die Wünsche, Sehnsüchte, Träume wahrnehmen, ernst nehmen, als Ziel setzen. Und da sind die Steinbock-Geborenen sehr gut, Ziele setzen, weil sie erreichen auch ihre Ziele. Sie haben diese Kraft. Bewegt sich hier auch Pluto und es ist die innere Kraft. Und das spüren gerade die Steinbock-Geborenen. Wo eine gewisse Einschränkungen sind, das sind die Werte oder die Finanzen. Also wichtig ist erstmal energetisch daran arbeiten, das eigene Selbstwertgefühl, dass man befreit fühlt und dann auch um die Finanzen, damit das im Fluss kommt. Da ist eine gewisse Einschränkungen da. Ansonsten ist wichtig, dieser Prozess bewusst zu sein und die Wünsche, Sehnsüchte als Ziel setzen und das, was die Sterne speziell für die Steinbock-Geborenen vermitteln. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen kommt mehr Klarheit und mehr Lebensenergie, auch Mut und Kraft, auch tolle Ideen, auch schöne Gespräche. Es bewegt sich einiges. Sie sollen aber das Glück nicht in die Weite suchen, sondern in die Nähe, im Alltag. Und da können einiges bewirken die Wassermann-Geborenen. Da bewegt sich auch einiges. Und sie können auch mit einem guten Gespräch, einer guten Nachricht, ein wichtiger Termin oder ein wichtiger Vertrag rechnen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen brauchen die Gleichgewicht. Erstmal Zeit nehmen für sich selbst, damit sie zur Ruhe kommen. Aber nicht zu bequem sein, sondern doch brauchen sie auch die Bewegung und das sollen die Fischengeborenen gerade ausbalancieren. Glückschancen haben, so wie gestern auch immer noch, die Fischengeborenen und natürlich auch die Skorpiongeborenen. Und sie sollen intuitiv sein, auf ihren innere Stimme hören, das ist immer bei den Fischengeborenen die beste Ratgeber und gerade Neptun ist sehr schön bestrahlt und Neptun ist auch die Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen Fische und bewegt sich auch hier, hat auch für Jupiter einen guten Einfluss und Jupiter ist die alte Herrscherplanet bei den Tierkreiszeichen Fischen. Also das bedeutet, sie haben zwei Herrscherplaneten, Jupiter und Neptun und beide Neptun bewegt sich gerade hier, das sind die Visionen, die Vorstellung und Jupiter begünstigt es und das wirkt sehr intensiv für die Fischengeborenen, weil das ist die Herrscherplanet, die alte Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen emotional ein bisschen aus dem Gleichgewicht oder sind sie momentan nervös, aber ein bisschen Geduld, noch in den kommenden Tagen verbessert sich das alles. Was gut ist für die Wiedergeborenen, ist die Klarheit, die Orientierung, die Ziele, auch die Gespräche. Vielleicht ist nicht klug, heute handeln oder etwas Neues beginnen, sondern erstmal zurückhaltend sein, etwas planen oder überlegen oder ein paar Tage warten und erst dann handeln. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen auch ein Balance, ein Gleichgewicht und das betrifft die Gefühle, die Liebe, Partnerschaft und andererseits ist auch wichtig die Arbeit, die Beruf und Berufung und in beide Seiten sollen die Stiergeborenen aktiv sein, die berufliche Situation in Ordnung zu bringen
oder wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann etwas Neues suchen, also aktiv sein. Und in die Liebepartnerschaft auch, die in Partnerschaft leben, auf anderen zugehen, Gefühle zeigen, zuhören und die, wo alleine sind, vielleicht etwas unternehmen, nicht auf die Suche gehen, davon halte ich nichts, aber mal etwas unternehmen, damit die Chancen da sind. Und das haben die Stiergeborenen, gerade diese Chancen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, dass die Gespräche suchen und dass sie über eine bestimmte Situation mehr Klarheit bekommen. Aber das ist auch wichtig zum Erwähnen bei den Zwillingsgeborenen, das reicht nicht zum Warten. Warten auf eine Nachricht oder abwarten, bis da Klarheit kommt, sondern sie sollen etwas untersuchen oder überprüfen oder genau hinschauen und auch die Gespräche führen oder suchen, die Kontakte suchen, weil damit kommt etwas in Bewegung. Das wichtige Thema ist noch bei den Zwillingsgeborenen die Liebe, Partnerschaft und wie ich schon sagte, unserem Planet Erde bewegt sich in die nächste Zeit im Tierkreiszeichen Zwilling und das wirkt auf uns alle, aber speziell für die Zwillingsgeborenen das Gefühl, Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen, die Bedürfnis danach. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht und auch die Ruhe und die inneren Kraft. Sie befinden sich in einer Wandlung und momentan ist noch unbeweglich, aber es verbessert sich, kommt alles im Fluss. Also jetzt brauchen sie die Ruhe, Sicherheit, Stabilität und alles fließen lassen. Also hier ist eher klug, nichts tun. Oft ist nichts tun ist viel getan und das würde ich für die Krebsgeborenen empfehlen. Jetzt aktiv sein und versuchen etwas bewegen oder etwas zu verändern, führt gerade zu nichts. Das ist viel mehr Kraft, wenn sie die Ruhe bewahren, geduldig sind, abwarten. Das kommt von alleine alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Klarheit, Orientierung, Kraft und Mut. Und haben auch wichtige Aufgaben. Schöne Gespräche, Veränderungen, Umbrüche sind zum Erwarten. Neue Möglichkeiten, neue Chancen. Es ist eine große Reise gerade bei den Löwengeborenen. Das kann wirklich eine Reise sein, aber kann auch bedeuten, eine innere Reise, auch eine Art Wandlung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist alles stabil. Sie haben gute berufliche Chancen, beruflich etwas zu erreichen. Und die Liebe ist auch alles im Fluss. Das ist auch alles sehr schön. Die einzige, was die Jungfraugeborenen gerade hindert, das sind die Gespräche. Entweder sind da Meinung, Verschiedenheit oder Missverständnisse oder warten sie auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Da liegt die Einschränkung. Bei den Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist heute eine gewisse Nervosität oder Unsicherheit. Ein bisschen Geduld noch. In den kommenden Tagen können Sie mal richtig aufatmen. Themen sind bei den Wagengeborenen Bekanntschaften, Freundschaften und eine berufliche Aufstieg. Bei den Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, Sie machen sich sichtbar. Sie erreichen etwas. Sie können gerade glänzen und die haben sehr viel Glück momentan, auch Gewinnchancen und sie leben ihren Träumen. Aber wichtig ist, diese Visualisierung, also auch auf die Träume zu vertrauen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch sehr gut alles. Das bedeutet mehr Klarheit, mehr Orientierung, schöne Gespräche oder Termine, Verhandlungen in die Liebe ist auch alles gut. Und auch wenn das jetzt noch nicht direkt trifft, die Schützengeborenen, es nähert sich etwas in die Liebe und da ändert sich auch etwas, kommt in Bewegung und die, wo alleine sind, werden auch jemand kennenlernen. Und die Schützengeborenen haben Umbrüche, Veränderungen, Unterstützung von den Sternen und auch Mut und Kraft, all das zu bewältigen. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit immer, das maßgeschneidert
zu berechnen, weil Sie haben einen Termin und möchten Sie wissen, wie das verläuft. Oder ein Zeitraum, wie zum Beispiel ein Monatshoroskop, die einzelnen Tage, wie wird im Monat, oder ein Jahreshoroskop, wie wird Jahr 2018, was für Richtung geht es, habe ich da Aufgabe, wie ist das in einzelnen Monaten, das kann ich ausführlich ganz genau beschreiben und das ist möglich, diese Horoskope zu bestellen und dann bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Dann die Neuigkeiten, mein Shop und es ist die Ware schon da, es wird natürlich noch erweitert, es ist in Ausarbeitung und Sie können all das schon bestellen unter www.denderasusannamedici.com und was ganz gut ankommt, das sind die Blitzberatungen und das funktioniert über E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com und Sie können Ihre Lebenssituation beschreiben, Ihre Frage stellen und bitte dazu die Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort und ich beantworte diese Fragen selbstverständlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.